So, Freunde, heute ist der große Tag. Gerade hat die Postbotin geklingelt und hat dieses Paket vorbeigebracht. Und hier drinne sind Larrys Freunde, nämlich die 15 Red Fire bzw. Red Cherry Garnelen. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze jetzt gleich von innen aussieht, weil ich bestelle nun, oder das ist meine erste Bestellung, die ich online getätigt habe, um ja halt Lebewesen online zu kaufen. Ich habe das Ganze hier schon mal aufgeschnitten oder angeschnitten, dass wir es jetzt einfacher öffnen können. Und da habe ich jetzt auch innen direkt den Rechnungszettel rausgelegt, dass wir jetzt einen schönen Blick auf diese kleinen süßen Garnelen werfen können. Wir haben hier jetzt erstmal so ein komisches Gitter. Der Rechnungszettel war ein bisschen nass. Das hat mich ein bisschen irritiert. Das hier ist auch so ein kleines bisschen nass. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, dass an den Garnelen selber nichts dran ist. Wir gucken mal rein. Was ist das an der Ecke? Da sind auf jeden Fall Garnelen drin. Ist das da auch eine Garnele? Nee, das ist, glaube ich, nur. Sekunde. Wir heben das mal hoch. Hier sind die Tiere jetzt drin und hier. War das mal eine Garnele? Ich hoffe nicht. Also hier drin ist ja jetzt nichts nass. Also ich glaube, dass wir hier jetzt 15 ordentliche Red Cherry Garnelen haben. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig genau sehen, leider. Aber ich vertraue dem Händler mal. Ist übrigens von Ganelio. Ist jetzt mein erster Händler, wo ich online jetzt Tiere bestellt habe. Und die sehen alle eigentlich quicklebendig aus. Dann noch welche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, ich zähle jetzt leider nur 11. Ah ne, da oben noch eine. 12. Ah ne, da hinten ist noch eine. 13. Ja, es werden wahrscheinlich 15 sein. Ich werde jetzt die ganzen kleinen süßen Garnelen hier in diesem komischen Netz. Das ist nichts mehr. Das kann in den Müll. Diese Box werde ich dann, denke ich mal, behalten. Habe ich 3,49 € für bezahlt. Und ja, hier ist er. Larry, deine Freunde kommen jetzt. Bist du gespannt? Ja, er ist gespannt. Wir werden sie jetzt reintun und gucken uns das gleich nochmal So, an. Freunde, sie sind gerade frisch ins Becken gelassen worden und ja, sie sind direkt dabei, drauf und dran das Aquarium zu erkunden und gucken sich direkt alles an. Ich muss echt sagen, der Farbton ist echt schön von den Tieren. Also sind noch viele, die relativ klein sind. Da hinten kommt Larry übrigens. Oh nein, ich hoffe, die sind nicht noch zu klein und Larry versucht sie zu fressen. Larry macht keinen Scheiß. Nee, Larry kommt mal raus. Vielleicht fühlt er sich ja jetzt endlich mal wohl und versteckt sich nicht nur die ganze So, Zeit. Freunde, kommen wir noch zu einem kurzen Update jetzt nach circa 4 Tagen, wo ich die kleinen Süßen habe. Ihr seht, hier unten ist eine, da ist eine, da ist eine und da ist eine Gurke. Die Gurke ist eigentlich für den blauen Florida-Krebs Larry gewesen, aber die Schnecken bedienen sich da dran, als ob es für sie war. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, können sie ruhig haben. Da hinten sehen wir auch noch eine, da ist eine. Also, ich muss sagen, ich zähle immer, wenn ich wirklich mal aktiv zähle, circa zwischen 8 bis 9 Garnelen, die ich bestellt habe. Ich weiß nicht, ob die anderen es leider nicht überlebt haben. Kann ich leider nicht sagen, aber vielleicht verstecken sie sich auch. Es waren wirklich 15 dabei, aber ja, ich weiß nicht. Also, mein Fazit ist jetzt trotzdem eigentlich gut. Also die Tiere, denen geht's gut. Man muss nicht in den Laden gehen. Ist eigentlich wirklich eine super Sache für diesen Online-Kauf. Ja, und ich sehe eigentlich bis jetzt keinerlei irgendwie Negatives, weil die Tiere leiden nicht auf diesem Weg. Sie werden zwar ein bisschen durchgeschickt, aber das finden die jetzt eigentlich nicht so wirklich schlimm. Und als Mensch, man muss nicht in den Laden gehen. Man kann sich genau was aussuchen. Man kriegt gute Angebote. Da hinten hat Larry sich übrigens schon eine Höhle gebaut. Ja, ich würde eigentlich sagen, Fische online bestellen ist ganz okay. Also ist wirklich gut. Ich werde das irgendwann nochmal machen, werde euch dann auch nochmal eine kleine Review bzw. eine Rückmeldung geben. Aber das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein. Also, Fazit finde ich oder halte ich für gut. Das war meine Review oder mein Fischkaufvideo. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.